Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Assassin's Creed Unity mit dem alten Mann von den Schlaftabletten. Da oben war ein Aussichtspunkt. Ich schalte mal auf die Karte um, den habe ich freigeschalten. Hier die Truhe, da komme ich nicht ran, die ist irgendwo unten. Die muss man erst, ja, keine Ahnung, das steht jetzt hier auch nicht. Da muss man irgendwie irgendwas freischalten, weil geht alles noch nicht. Vielleicht sollte ich auch erstmal ein bisschen Story spielen. Da sind wir jetzt, da, da sind wir jetzt, da will ich hin. Da muss ich hin, hier sind noch andere, hier sind Mordfälle und andere Dinge. Ich wollte mir Karten kaufen. Ich wollte tatsächlich noch Geld ausgeben für das Spiel. Das geht alles gar nicht mehr. Und von wegen, es spielen wieder einige Koop-Spielen. Sorry, keine Verbindung, Fehlermeldung, das ist alles abgeschalten. Ah, das ist... Ja, das ist ein bisschen unfair, wenn Leute sich das Spiel jetzt noch kaufen und dann Dinge einfach nicht mehr machen können. Was soll denn das jetzt? 91 Meter? Ich weiß es nicht. Ich will jetzt erstmal den Punkt freischalten. Ach, jetzt kletterst du, ne? Dann bequemt er sich irgendwann. Jetzt macht es von allein. Vorhin habe ich verzweifelt A gedrückt, weil ich ja nun nicht wusste, an was es liegt. Am besten gleich auf der anderen Seite wieder runterklettern. Nein. Cool. Komm, Arno, das schaffen wir. Nein! Warum? Einfach nach oben. Hier sind doch so eine Stacheln, da kann man doch hochklettern. Guckt euch das an. Es ist schon ein Kreuz mit dem Kreuz. Aber wir haben es geschafft. Synchronisieren. Das war übrigens nicht Paris, das war irgendein Vorort, wo wir vorher waren. Keine Ahnung, wo die Bastille war oder... Die haben das alles schnell nachgebaut. Die Map jetzt ist ja viel, viel größer. Ne? Und jetzt sind wir hier und hier haben wir gleich wieder eine Truhe, die nicht gehen wird. Was ist denn das? Wiedergeburt. Aha, das ist meine Mission. Da muss ich hin. Die Truhen gehen. Na, mal schauen, ob wir die jetzt kriegen. Ich drücke den... Ach, das ist so dämlich. Es ist einfach nur dämlich. Ich drücke das für den Mutsprung. Also den linken Klöppel nach vorn, den rechten Trigger gedrückt halten und B drücken. Was passiert? Ihr seht es. Das wird wohl jetzt noch eine Weile gehen. Ah, A geht auch. War das nicht B? So, wo ist jetzt die Truhe? Ich finde, ich hätte diese Truhe gern. Ich werde schon wieder von der Mücke, von der Fliege gepiesackt. Das ist einfach so warm. Und dann hat man diese ganzen Viecher noch, die eigentlich um die Jahreszeit gar nicht mehr da wären. Jetzt werden wir am Wochenende wieder an die 20 Grad kommen. Hier vielleicht nicht, aber woanders oder sogar noch drüber. Wir haben Mitte Oktober. Sorry, es ist alles ein bisschen seltsam hier. Juckt. So. Meine Kohle. So, dann werde ich jetzt die Truhe mir angucken. Die ist da hinten. Wie komme ich denn da jetzt am besten hin? Hier, ne? Und dann gehen wir darüber. So. Das wird mir vor allem ein bisschen ab. Die Gesamtsucherei werde ich nachher nicht so oft machen. Die roten Truhen sind verschlossen. Und die werden auch immer bewacht. Und da gibt es wohl drei Stufen, wenn ich mich recht erinnere. Ja, richten Trigger und... Hab ich nein! Und warum dreht das denn da weg? Ich kapier's nicht.
was war das jetzt? Da hätte er doch durchlaufen können. Dahin! Mach, was ich will, Knilch. Ah, so. Da ist auch noch eine Textseite. Die ist da drinne. Haben wir denn hier irgendwo was Offenes? Ach, da, das Fenster. Da ist sie. Ich weiß nicht, was ich jetzt hier kriege. Speichern, ja. Kein Hinweis auf irgendwas. Sonst ist hier auch nichts weiter, ne? Haben wir eigentlich jetzt noch schon wieder Rauchbomben? Dann nehmen wir auch Bomben. Hier war eben noch eine Seite. Ich glaube, die war unten. Ich weiß nur nicht. Da habe ich nichts mit zu tun. Was ist das hier? Da. Was ist das? B interagieren. Aha. Ich brauchte die Frong! Na nun spring doch rüber! Da bleibt er wieder hocken! Das hat mich schon in Dings immer aufgeregt. Und er macht das hier auch. Ich glaube, ich bin in einem Sperrgebiet. Spring doch einfach hoch! Komm, weg, weg, weg hier. Hier ist gut. Ich hab Aua. So, hier sind wir sicher. Ich brauchte die Frong. Ich muss mir davon was kaufen. So, da wollen wir mal gucken. Selber schuld, ne? Was ist? Alte Männer sind immer gierig. Hier sind noch andere Dinge. Artefakt. Status besetzt? Was ist denn das? Ein Artefakt. Da kommt man rein. Guck mal, da. Artefakt. Das da. Aha. Das war's schon. Keine Ahnung, was das jetzt sollte, aber vielleicht, oh, klärt sich das ja noch auf. Den will ich auch. Wenn ich hier schon mal bin, wird das natürlich alles gemacht. Und dann gehe ich wieder die ganze Folge drauf, anstatt was Sinnvolles zu tun. Oh! Hallo! Geh doch rein. Ach, dieser. Das ist doch ein Gehampel. Meine Güte. Cool. Das war jetzt zwar nicht so gedacht, aber wenn er meint, ne, dass er das so tun muss, dann ist das wohl so. Ich habe über der Lampe geschwebt. Ich glaube, oben auf dem Dach sind wir besser aufgehoben. So. Und so.
Cool. Alles Mist meins. Alles Mist meins. Aller Mist. Ich bin ruhig. So. Wo bist du? Da hinten. Wieder viele Leute. Alle aufgeregt. Hier gibt's eine, hier ist irgendwas. Ich werde gleich mal gucken. Ich weiß immer noch nicht, was ich hier kriege. Speichern. Sieht gut aus. Leider gibt es hier keinen Fotomodus. Ja. Hier war auch noch ein Laden, ne? Den werde ich mal erst aufsuchen und dann werden wir dahin gehen. Weil Arno braucht eine Zukunft, eine Perspektive. Und das hier ist keine. Huch, der Zopf. Wollen wir mal gucken. Aha. Aha. Ich glaube, das ist hier der Laden, ne? Ist das hier der Laden? Das ist der Laden. Bist du der Laden? Das ist der Laden. Was kaufen wir denn? Eine Rauchbombe? Ja. Was haben wir noch? Eine Kirschbombe. Medizin. Ach, das sind Kirschbomben. Mehr habe ich leider noch nicht. Ich bin ja auch noch am Anfang des Spiels. Hier ist Mord und Totschlag. Hier ist noch mal so ein Text, ne? Hier? Ah. Haben wir... Hä? Die Tür? Das war aber eben... Ja, den wollen wir mal, ne? Nach nur 13 Minuten bin ich hier endlich angekommen. Oh je. Die Wiedergeburt. Sequenz 2, Erinnerung 2. Sehr schwierige Mission. Kaufen Sie Fähigkeiten oder Ausrüstungsgegenstände, um Ihr Level zu erhöhen. Ich bin noch nicht Level 2, also okay. Ich kann das noch nicht machen. Toll. Was soll ich denn jetzt tun? Ich sollte doch... Hä? Jetzt bin ich aber verwirrt. Was ist das hier? Das ist nicht angepasst. Große, dunkle Fremde. Pariser Geschichten. Dann fangen wir damit jetzt an. Ich muss aufsteigen, sagt er. Also ich habe ja nur einen Stern und ich brauche zwei. Hier sind wieder sowas. Das wurde nicht mal angezeigt. Hier hatte ich, glaube ich, vorhin Ärger bekommen. Da rennen wir jetzt dran vorbei. Okay. Da hängt Fleisch. Da können doch Fliegen ran. Das hängt da in der Luft. Pont. Ihr seid hier. Ich wusste, dass mir jemand zur Hilfe kommt. Ich lege Tarot für mächtige Freunde. Aha. Einige glauben, ich beeinflusse sie und wollen mir Böses. Ah, ich habe meine Feinde gesehen. Im Traum. Kommt mit mir.
Ich spüre es, wenn sie anwesend sind. Ah, hier. Marie-Adelaide Lenormand wurde am 1772 und besuchte die Klosterschule der örtlichen Benediktinernonnen. Die Kunst der Hellseherei, aha. 94 wurde sie ins Gefängnis gesteckt. Totenbeschwörerin. Mhm. 1843, sie sagt sich ein langes Leben voraus und stirbt 1843. Naja, 28, 71. Und sagt, ach, sie hielt sich für unsterblich. Dann wollen wir mal, ne? Bürger lebt nicht mehr lange. Was? Oh, Bürgerin, ich spüre, dass euer Göttergatte eine Affäre hat. Entschuldigung, bitte. In meinem Traum kam einer der Mörder vom Land. Ah, ja, eine Art Bauer. Er ist gefährlich. Ich spüre eine böse Präsenz. Ja, er ist hier in der Nähe. Aha. Da bin ich mir ganz sicher. Hä? Das ist er. Wo denn? Hier ist noch eine Truhe. So, was soll ich jetzt machen? Den Bauern töten? Quatre sous pour le meilleur des nouvelles. Warum so schüchtern? Ich will dich nur verprügeln. Du wirst dich nicht ärgern, Köter. Du entkommst mir nicht, du bist... Doch. Bin doch schon weg. Sind die hinterhergekommen? Wir machen mal die Sicht. So. Auf was schießt ihr? Ich bin ein vollkommen anderer Mensch. Wo ist sie? Ist mit ihm. Da ist sie. Äußerst effizient. Ja, und weiter? Sollen wir jetzt noch mehr töten? Die sind ja alle tot. Wer hat die denn tot gemacht? Ich nicht. Ich spüre, dass es bald regnet. Cool, Wetterbericht kann sie auch. Das ist ja cool. Jetzt fällt es mir wieder ein. Ein Soldat. Er will mich töten. Sucht einen Mann in Uniform. Aha. Eine Stimme flüstert mir zu. Ein Mann mit düsteren Absichten ist östlich von hier. Wo gehst du hin? Oder ich will ausgehen. Es gibt ein tolles Spiel, bei dem ich dir den Kopf abreiße. Das ist nicht ganz klar. Vielleicht Süden. Ich weiß jetzt nicht, was das hier soll mit diesen Typen. Die kriegen doch dann nur Ärger. Der da, genau wie in meinem Traum. Du denkst doch immer nur an Töten. Oh. Weg.
sein. Ich bin keine Gefahr für euch. Was soll er denn? Paris, ist überfällig. Monsieur Schwachkopf? Oh, ich brauche Medizin. Ich hätte das vorher machen sollen. Ein Kadaver. Was ist das diesmal? Was, ein Kadaver? Da gab Medizin. So, Medizin voll. Da ist die Dame. Dame? Wobei, wo, da. Ins Jenseits befördert. Ja. Ich habe das Gefühl, ein Mann aus dem Juristenstand will mir etwas antun. Ein Anwalt. Oh, ich spüre einen Mann, der zu unaussprechlicher Gewalt fähig ist. Oh, bitte verzeiht, das seid ihr. Trotzdem lungert hier jemand mit mörderischen Absichten herum. Dort! Ah, ich hab mich verdrückt. Da ist er. Jetzt sehe ich selber nichts. Hier ist aber noch was anderes, was ich will. Wo ist denn die Konkarde wieder? Die ist irgendwo anders. Gucken wir erstmal. Der steht da im Haus. Warum so eilig? Ich würde dir gern die Scheiße aus dem Leib prügeln. So, eine Rauchbombe, na toll. Die habe ich aus Versehen genommen. Bevor ich zu der Dame gehe, brauche ich die da. Wo ist die? Hallo Spiel. Kann ich die nicht noch? Halt! Och Mensch. Du sollst hier hochklettern. Nein, jetzt sollst du nicht mehr hochklettern. Jetzt sollst du runterklettern. Jetzt sollst du hoch. Jetzt sollst du. Du sollst. Du. Nein. Ja. So, die haben wir. Und jetzt haben wir hier noch eine Truhe. Die habe ich gesehen. Die war hier unten. Glaube ich. Da ist sie. Meine. Hier ist noch ordentlich Zeug, ne? Zeug ist hier. Wir gehen jetzt erstmal zur Frau. Hallo, nun Frau. Nun singt er im Chor der Unsichtbaren. Und ganz schön mordlüstern und rachsüchtig. Und mit üblem Charakter. Ich sehe ihn vor meinen Augen. Ein Ganove, ein Bandit. Oh, gefährliche Schwingungen sind allgegenwärtig. Sogar genau an dieser Stelle. Ich glaube, ich brauche das nicht mehr machen. Oh, der Mann aus meinem Traum. Da. Ist was? Das ist prophylaktisch. Eine Schleife. Kann man hier was trinken? Rauchbomben voll.
Na, junger Mann, noch ein Problem. Haben Sie was gesehen? Die ist jetzt grün. Ich danke euch, mein Freund. Kommt zu mir und ich lege euch das Tarot. Ihr habt eine interessante Zukunft. Da bin ich sicher. Pariser Geschichten? Wo ist denn das jetzt? Null. Aha. Oh. Keine Ahnung. Fortschrittsanzeige? Nicht. Ach, ich wollte die. Wo sehe ich denn, inwieweit meine Figur levelt? Ich habe das noch nicht rausgefunden. Hier ist eShop, Uplay. Das hat nichts mit dem Spiel zu tun. Wenn, dann müsste das doch hier sein. Mission, Sehenswürdigkeiten, Schwierigkeit. Aha. Alles selektiv. Alles. Alles. Zurück zum Spiel. Ja. Und, ich weiß es nicht. Was, deine Musi? Was ist mit deiner Musi? Haben wir hier vielleicht eine Truhe übrig? Für mich? Da unten ist schon wieder Gemetzel. Ach, die ist da oben. Junger Mann, kann ich mal auf Ihren Balkon gucken? Ich muss noch eine Etage höher und ich mag nicht die Treppe nehmen. Wo ist denn jetzt? Da ist sie. Nein? Warte mal, vielleicht in der Fortschrittsanzeige? Aber hier ist nirgendwo... Guck mal, hier Option, da stelle ich ja Spieloption, hier stelle ich ja nur was fürs Spiel an, Bluteffekte an. Aha. Das geht auch nicht mehr. Zurück zum Desktop geht noch. Halt, so. Also wie gesagt, nein, da. Ich sehe nicht, wie viel XP ich habe, ich sehe gar nichts. Was ist das hier? Halt, nun geh doch mal hin. Flamels Geheimnis, die Mönche. Aha, Flamels Labor. Hier ist nochmal mysteriöse Fälle. Na gut, alles mysteriös. Ich bleib jetzt mal hier auf dem Balkon. Wir werden sowieso dann wieder woanders sein und ich mache beim nächsten Mal weiter. Ich danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!